Herzlich willkommen bei unserer Videoreihe 10 Stufen, um die Meditation meistern. Heute haben wir Teil 3, Introspektion, Selbstreflexion, Meditation und als innere Gedankenschau. Also bei dem Teil A haben wir über Regelmäßigkeit gesprochen, was man machen sollte, um die Regelmäßigkeit wirklich langfristig hinzubekommen in der Meditation. Teil 2, wie man die schwere Zeiten überwinden. Heutzutage wegen Covid-Geschichten haben wirklich erleben viele Menschen Krisen im persönlichen Leben, im finanziellen Leben und so weiter und so fort. Also empfehle ich sehr, diese Teil sich auch anzugucken. Und heute übergehen wir zur Introspektion. Was bedeutet es? Ich kenne Menschen, die sich einfach nur ein paar Jahre mit Meditation beschäftigt haben und haben sehr, sehr viel erreicht. Wo ist der Unterschied? Unterschied ist in der Tiefe. Das bedeutet, wichtig ist nicht, wie lange ich meditiere, ob 10 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre, aber wie tief ich gegangen bin. Was bedeutet diese Tiefe? Diese Tiefe bedeutet zuerst, ich nehme Abstand von meinen Gedankenstrukturen. Ja? Ich erkenne, dass Gedanken nicht ich bin. Ich bin Beobachter von Beobachter. Also wenn verschiedene Gedanken zu mir kommen, ich bin derjenige, der am Endeffekt auswählt, okay, nehme ich heute diese Gedanke und nehme ich heute diese Gedanke. Aber solange man sich mit diesem Gedankenprozess identifiziert, kann man keine Wahl treffen. Ja? Man denkt nur einfach nur eine Richtung. Und deswegen sagen auch Psychologen sehr oft, zählen Sie bis 3, erst dann sagen Sie was oder reagieren Sie. Warum? Weil durch Zählen bis 3 hat man genug Zeit, um diese negative automatische Modus abzuschalten. Ja. Wenn man in der Meditation mehr erreichen möchte, braucht man tiefer zu gehen. Und im tiefer zu gehen, will man feststellen, wenn man einen scheiße Tag gehabt hat, dann wird es sehr lange dauern in der Meditation, wieder zu gewissem Tiefpunkt zu kommen. Das bedeutet, es gibt keine andere Möglichkeit, ich muss mich am Tag schon ein bisschen unter die Kontrolle haben und am Tag sagen, okay, warum habe ich diese Gedanken? Sind mir diese Gedanken dienlich? Wenn was Scheiße passiert, zum Beispiel, mein Boss kommt zu mir und sagt mir, dass ich ein mieser Mitarbeiter bin und er schmeißt mich wahrscheinlich raus, ja? Wenn ich Angst bekomme, soll ich als Mensch, der regelmäßig meditiere, schon früh erkennen, nicht abend in der Meditation, aber in dem Punkt, wo es mein Boss gesagt hat, zu sagen, okay, warum habe ich Angst? Wenn ich wirklich was nicht richtig gemacht habe, ich verbessere mich, dann ist es in Ordnung. Wenn mich mein Boss, trotzdem, dass ich gute Mitarbeiter mir rausschmeißen möchte, dann wird er es trotzdem machen. Also durch meine negative Einstellung werde ich negative Prozess nur beschleunigen, weil ich dann mehr Fehler mache. Ich bin nicht bei mir, ich bin nicht hier und jetzt. Ich kann mich nicht so richtig konzentrieren. Und das ist natürlich schlecht. Das bedeutet man schon so in der Arbeit erkennen, okay, jetzt ist in mir lebendig eine Gedankenstruktur, die mir nicht dienlich ist. Die nicht in Einklang ist damit, was ich eigentlich erreichen möchte, was ich kreieren möchte. Wenn man sagt, okay, was soll ich in dieser Situation machen? Wir haben auch Tagebuch des Magiers, da kann man auch kostenlos hier auf diese Seite runterladen. Und da gibt es auch so vorgefertigte Muster, negative Gedankenstrukturen. Man schreibt es, aber man muss es wirklich schreiben. Die Matrix-System sagt mir das. Und dann sagen wir zum Beispiel, mein Boss will mich rausschmeißen. Streiche es weg, das bedeutet, das bin nicht ich. Ich bin damit nicht einverstanden. Und darunter schreibe ich etwas, was ich schon jetzt als Wahrheit erkenne oder anerkenne. Zum Beispiel, ich kann mir eine bessere Arbeit finden, falls mich mein Boss rausschmeißt. Ich werde alles machen, um meine Arbeit nicht zu verlieren. Wenn ich es trotzdem verliere, ich anerkenne es als Gottes Wille und ich werde es positiv annehmen. Ja? Wieder, es geht nicht darum, dass man sich sagt, ja, das ist jetzt cool, dass mich ein Boss rausschmeißen möchte. Nein, nein, nein. Es geht nur darum, dass man sich selbst nicht fertig macht. Und darum geht es. Das bedeutet, es geht bei diesem
inneren Gedanken schaue, die man in der Meditation, aber schon vor der Meditation machen kann, drum zu erkennen. Ist mir dieser Gedanke dienlich? Muss ich wirklich so denken? Und einfach Gedankenstruktur finden, die für die Zeit positiv ist, oder Einstellung, die für diese Zeit positiv ist. Das ist immer individuell. Also man kann mich jetzt nicht vorschreiben, so müssen Sie das formulieren. Wichtig ist, wenn man schon irgendwas für sich formuliert, immer ich bin, ich habe, jeden Tag bin ich näher, näher. Zum Beispiel in unserem Beispiel, jeden Tag bin ich näher und näher zu meinem besseren Arbeit oder zu meinem besseren Verhältnis mit meinem Vorgesetzten. Diese innere Gedankenschau muss nicht immer angenehm sein. Was bedeutet es? Zum Beispiel, als mein Vater gestorben ist, ich habe schon gewusst, dass er stirbt. Er hat gewusst, dass er stirbt. Wir haben gewusst, dass es für ihn so gut ist oder besser ist, weil so konnte er neue Körper bekommen, so konnte er neue Chance haben in neuen Leben. Trotzdem habe ich sehr geweint. Ich war nur so 20. Und jetzt habe ich mich gefragt, ja, warum weine ich? Ich kann doch mit ihm kommunizieren, als einer von sehr wenigen Menschen. Ich habe gewusst, dass es passiert. Er hat gewusst, dass es passiert. Wir haben alle gewusst, dass es besser für ihn so ist. Warum weine ich? Und dann ist etwas gekommen, was nicht sehr gerade angenehm war für mich. Ich habe herausgefunden, ich habe Angst um meine Uni. Was wird mit mir? Was wird mit meiner Uni? Wie wird das weitergehen? Und das war sehr egoistisch. Ja, und diese Erkenntnis hat mir aber diesen Spiegel gegeben, wo ich gesagt habe, okay, so nicht. Jetzt hörst du auf. Ja, jetzt musst du da für deine Mutter sein und nicht mit diesem egoistischen Zirkus. Das braucht kein Mensch. Okay? Das bedeutet, was ich sagen möchte, das ist eben dieser Knackpunkt. Ehrlich zu sich selbst sein. Und diese ehrlich zu sich selbst sein muss nicht angenehm sein. Kann sehr oft wehtun, weil man sieht seinen eigenen Egoismus. Ja, man sieht, dass man sich nur um sich kümmert. Ja, und das muss nicht gerade angenehm sein. Aber das ist genau der Schlüssel, warum einige Menschen in 2-3 Jahren viel erreicht haben und einige auch nach 30 Jahren nicht. Weil man kann natürlich sitzen und sich nackte Frauen vorzustellen, 30 Jahre in der Meditation dabei auf die Kerze gucken. Ja. Das bedeutet, was wichtig ist, ist zu erkennen, Meditation ist nicht Körperhaltung, wie ich sitze, wie ich liege. Ja. Es geht um Arbeit mit der Aufmerksamkeit. Es geht darum, sich ehrlich zustehen, was für eine Gedankenstruktur ich habe. Sind mir diese Gedankenstrukturen dienlich? Sind die okay? Im jeden Teil empfehle ich 3 Bücher oder Hörbücher. Das werde ich in diesem Teil auch machen. Das bedeutet, erste Buch, was ich empfehle, ist Feeling Good, Depression überwinden, Selbstachtung gewinnen, ist von einem Doktor, Professor David Burns. Sehr gutes Buch. Da sind verschiedene negative Gedankenstrukturen beschrieben, wozu Menschen neigen und wie man da rauskommt. Ja, das bedeutet, man kann sagen, okay, verallgemeinen, nur schwarz-weiß sehen, nur negativ sehen oder und so weiter und so fort. Weitere Buch, das ich empfehlen würde, ist Lieben, was ist, von Katie Byron. Also Katie Byron war auch eine Autorin, die jetzt nicht 100 Bücher gelesen hat und hat 100 erste herausgegeben, aber sie hat wirklich selber viel gelitten, hat viele psychische, physische Probleme gehabt, war bei verschiedenen Psychologen und nichts hat ihr irgendwie geholfen. Irgendwann war sie in einem Kloster und da hat sie so plötzliche Erwachung bekommen, wo sie festgestellt hat, sie ist nicht gewisse Gedankenstrukturen. Und sie kann ohne diese Gedankenstruktur sehr gut leben, eigentlich besser leben. Und sie hat sie losgelassen. Ja? Und das beschreibt sie in dem Buch, wie man es tun kann. Also sie hat so gewisse Fragebogen, wie man durchgeht. Ja, was bist du ohne diese Gedanken? Ist das wirklich so? Und so weiter und so fort. Also am besten in dem Buch nachlesen. Das kann man auch benutzen. Also es ist wirklich Arbeitsbuch. Und sie hat auch sehr viele schöne Videos, wo sie mit verschiedenen Klienten so spricht und sie sozusagen zu der Lösung führt. Und diese Lösung ist immer eigentlich nachfragen. Also ist diese Gedanke dienlich? Ist das wirklich so? Musst du so denken?
was bist du ohne diese Gedanken und so weiter und so fort. Also das ist wirklich eine sehr interessante Sache. Und jetzt ist endlich auch wieder in deutschem Bewusstsein und Persönlichkeit von Anastasia Nowich auch Gespräch zwischen Igor Michailovic und seinen Schülern oder Jahren oder wie man die auch nennen mag, und die sprechen darüber, wie man gewisse negative Gedankenstrukturen erkennen kann. Ja? Die bezeichnen das als Magie in dem Buch. Ja? Das bedeutet, die beschreiben, ja, das ist Magie. Am Endeffekt ist es keine Magie, oder ja, kann man darüber streiten, was ist Magie. Aber man sagt, okay, wie ich diese negative Strukturen erkennen kann, ja, und wie ich Abstand davon nehmen kann. Eine von den Techniken, der da beschrieben ist, und wie zum Beispiel auch, aber auch im Buch Alatreis beschrieben ist, zu fragen, wer sagt das? Ja, und wieder fragen, wer sagt das? Zum Beispiel, ja, ich werde meine Arbeit verlieren. Wer sagt das? Ja, ich. Wer bist du? Ja, ich, dieser Körper. Ja, wer ist dieser Körper? Wer sagt das in dem Körper? Kommt man genau zu dem Punkt, wo man sagt, okay, das ist irgendwelche Ego, ja, das ist irgendwelche äußere Quelle, der mir versucht, was vorzugaukeln, aber das bin nicht ich. Ich muss das nicht wählen. Ja? Also diese negative Stimme kann man nicht irgendwie sie verbieten, diese Quatsch uns zu sagen. Aber wir können sagen, nein, ich gebe dir keine Aufmerksamkeit, ich gebe diesen Gedankenstrukturen keine Kraft, und somit verschwinden die. Ja? Es ist sehr einfach zu sagen, schwer zu tun, deswegen soll man täglich meditieren. Und wie ich schon gesagt habe, wenn man in der Meditation weiterkommen möchte, muss man auch am Tag beachten und betrachten, was für Gedankenstrukturen habe ich im Kopf. Weil wenn sich zu viele negative Gedankenstrukturen in meinem Kopf angesammelt haben, ich habe keine Chance, dass sie in 15, 20 Minuten loszuwerden. Ja? Also man muss es in gewissem Maßen schon, wo sie entstehen, merken und sagen, okay, ich bin jetzt schon eine halbe Stunde richtig angespannt, richtig aggressiv. Was ist passiert? Sage ich, okay, meine Frau hat mir gesagt, oder Klient hat mir gesagt, oder ich denke, ich habe nicht genug Geld oder was auch immer. Und wieder gehen wir zu meinem Arbeitsbuch, schreibe ich es. Matrix System sagt mir, dass ich nicht genug Geld habe. Wegstreichen und sagen, ich bin Erfolg, ich habe genug. Das, was ich brauche, kommt in richtige Zeit. Problem, ich muss es glauben. Wenn ich da eine Formulierung wähle, die ich nicht glaube, zum Beispiel, ich bin Erfolg, aber ich denke, ja, aber ich bin eigentlich armer Schwein. Ja, aber ich schreibe es, ja, weil der hat gesagt, ich soll es schreiben. Das wird nichts funktionieren. Sie müssen Blickwinkel finden, wo das schon jetzt Wahrheit ist. Das bedeutet, man muss sich hinsetzen und sagen, bin ich wirklich so armer Schwein oder bin ich doch erfolgreich? Kann man sagen, ich bin erfolgreich, weil von jeder Niederlage stehe ich auf und mache weiter. Oder ich bin Erfolg, weil ich nie aufgebe. Oder man kann sagen, ja, ich habe Computer, ich habe Mobil, ich habe Arbeit. Eine Milliarde Menschen haben nichts zum Essen, vielleicht nicht Trinkwasser. Dann bin ich wirklich so ein armes Schwein. Oder rede ich mir was ein. Natürlich gibt es immer Menschen, die mehr haben. Aber das ist jetzt nicht wichtig. Sind diese Menschen auch glücklicher? Wieder, verschämen Sie mich nicht falsch. Ich will jetzt nicht sagen, dass Sie nicht reich sein dürfen oder nicht diese Reichtum haben wollen. Aber wenn man davon abhängig ist, das ist eben das Problem. Das bedeutet, man kann ruhig sagen, okay, ich habe richtig geiles Projekt, das dieser Menschheit hilft und dieses Projekt wird Millionen kosten. Ja, das ist doch gut. Ja. Aber wenn man sagt, ja, ich brauche Millionen, damit mich meine Freunde anerkennen und bewundern, ja, das ist ein Scheiß, nicht? Also das, auch mit Millionen werden die schlechte Freunde nicht anerkennen, und gute Freunde, die brauchen nicht ein Million. Ja? Und das ist eben diese innere Gedankenschau, die ich versucht habe hier zu beschreiben. Ah, wir haben auch auf der Webseite Introspektion, Selbstreflexion als Meditation, innere Gedankenschau. Da habe ich versucht, verschiedene Gedankenfehler zu beschreiben. Natürlich sind das nicht alle. Das ist nicht möglich. Ja. Weitere Sachen finden Sie in den Büchern. Also viel Spaß bei der Meditation. Falls Sie Fragen haben, schreiben Sie bitte in die Kommentare. Und dann treffen wir uns bei dem nächsten Teil. Tschüss.
Tschüss.